Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil Code Veronica X. Heute mal eine etwas kürzere Folge, das seht ihr ja, aber es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich trotzdem, denn ich habe einige Sachen vor, die ich hier noch machen muss. Zum einen will ich jetzt endlich aufs Schiff, denn ich hoffe, ich komme hier raus. Ja, denn ganz ehrlich, hier piept mir das jetzt gerade zu sehr und wir haben jetzt ja auch endlich die Waffe, die ich will, um aufs Schiff zu gehen. So, die beiden Hunde lassen wir mal wieder einfach links liegen. Wichtig ist, die kleine Tür hier benutzen. Ich lasse halt echt viele Zombies stehen und auch Hunde, also sind ja auch Zombies im Endeffekt. Wow, fuck it. Denn man verschwendet sonst nur seine Munition und die ist halt super nützlich. Und es passiert ja auch noch später was. Da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. So, jetzt gehen wir erstmal wieder aufs Boot. Und denken dabei alle an den wunderbaren Film von Wolfgang Petersen. Einer meiner Lieblingsfilme. Das Boot. Fand ich als Kind schon immer super interessant. Dieses Leben auf einem riesigen U-Boot. Aber darüber will ich gar nicht quatschen. Wir quatschen hier über Resident Evil Code Veronica X. Und solche Passagen, die ich von A nach B laufe, die untermale ich ja ganz gerne mit Fakten. Und so mache ich das auch heute. Habe ich hier schon die Pfeile mitgenommen? Ja, das habe ich. So, ein sehr, sehr interessanter Fakt zum Spiel ist ja, dass das Spiel auf der Dreamcast noch ein bisschen anders war, als es jetzt in der PlayStation 2 oder GameCube-Version ist. Zum Beispiel fehlten sehr viele Zwischensequenzen, die es damals nicht gab. Die Dreamcast war zwar zeitaktuell schon die beste Konsole, die es vor der PlayStation 2 gab, aber halt nicht so gut wie die PlayStation 2 dann. Deswegen wurde das Spiel als X, was ich glaube Kazenban auf, also japanisch heißt es dann Kazenban, international heißt es X, was quasi eine finale, vollkommene Version darstellt. Und tatsächlich gibt es auch keine vollkommenere Version als die X. Also es gab dann später nicht irgendwelche DLC oder Zusatzmissionen oder irgendwelche Kostüme, wie zum Beispiel bei Resident Evil 4 oder so. Nee, das Spiel ist so, wie es hier ist, ist es schon perfekt. Und was halt auch geändert wurde, das hatte ich euch ja schon mal so ein bisschen angedeutet, ist unter anderem, dass von Steve Burnside die Frisur etwas abgeändert wurde, damit er mehr wie Leon S. Kennedy aussieht, der einfach damals bei Fans super populär war. So, und jetzt sind wir nämlich getaucht und unter Wasser, in einer Unterwasser-Facility quasi. Unterwasserlabors von Umbrella. Genau, Umbrella hat hier auf der Insel geforscht. Natürlich wie immer an bioorganischen Waffen. So. Also ihr seht, die Waffe ist nicht wirklich leistungsfähig. Aber sie ist vor allem schnell. Aber wir verbrauchen auch echt viel Munition. Also auch bei den dreien hätte man sich jetzt streiten können, ob man die zwingend töten muss. So, erstmal dreimal Farbband mitgenommen. Das wird aber erst später spannend. Falls ihr sagt, ihr habt weder Bock auf die PS4 noch auf die PS3 Version oder auf die Xbox 360 Version von Resident Evil Code Veronica, könnt ihr euch auch noch die GameCube Version geben und solltet ihr zumindest eine Wii haben, also nicht die Wii U, sondern die normale Wii, die ist ja abwärtskompatibel, da könntet ihr das auch sogar immer noch zocken. Und das sogar in, wie ich finde, heute in der besten Qualität immer noch. Ist dann natürlich kein 720p, es ist dann das alte 480p. Aber es reicht aus. Es reicht aus, um damit Spaß zu haben. So, wie ihr seht, brauchen wir dafür drei verschiedene Abzeichen. Ein Abzeichen haben wir sogar schon, das ist das Marineabzeichen. Wir brauchen aber drei Abzeichen.
Code Veronica war seinerzeit auch eines der aufwendigsten. Oh, ist noch sogar noch Munition. Eines der aufwendigsten Resident Evil Spiele. Unter anderem, weil, wie schon erwähnt, in der letzten Folge die Hintergründe damals anders als noch Standard bei der PlayStation-Version, also bei Resi 1, 2 und 3, nicht vorgerendert waren und so gemalt waren, sondern tatsächlich hier in Echtzeit komplett aus 3D-Texturen bestehen. Dadurch auch wirkt das Ganze ein bisschen lebendiger, finde ich. Also es ist halt nicht dieser typische schöne Look. Also es sah natürlich früher ein bisschen aufwendiger aus, aber so ist einfach mehr Leben da. Also die Entwickler hatten dadurch die Freiheit, viel verspielter zu sein. Was ich ziemlich gut finde. So, wir haben hier schon wieder, haben wir hier gehört, dass es Fledermäuse gibt. Deswegen kommt das Licht zum Einsatz und wir haben hier auch schon das Flugzeug gefunden. Das Flugzeug, nach dem Steve sucht, mit dem er hier verschwinden will. Aber um Zugang zu erhalten, brauchen wir diese drei Abzeichen, die wir nicht haben. So. Ah, ich glaube, das ist jetzt hier gleich so eine Art Falle. Deswegen, aber nicht so schlimm. Ah ja, hier brauchen wir eine spezielle Karte. So. Ich weiß, wir können da was bedienen. Das machen wir auch gleich. Ich will nur ganz kurz hier nochmal durch diese Tür schauen. Naja, und hier brauchen wir den Steuerhebel. Na gut, da kommen wir dann auch wirklich erst später hin. Ich freue mich gerade echt, dass ich das Spiel vor 2 Jahren nochmal gezockt habe. Denn ansonsten, ohne Witz, wüsste ich nicht, was ich hier teilweise tun sollte. Sagte er und wusste gerade nicht, was er so tun soll. Okay, das war jetzt ein bisschen zu früh. Ein schönes Greiferspiel. Das würde Draki freuen. Draki liebt Greiferspiele. Ihr könnt euch unten an dem Schatten orientieren, sehe ich gerade. Was noch nicht funktioniert hat bei mir. Aber wir kriegen das hin. Ja, ihr habt wirklich wie beim klassischen Greiferspiel, habt ihr einmal nach links, einmal nach rechts und dann geht das Ding nach unten. So, das reicht auch schon. Ein Warnhinweis ist zu erkennen.
Okay. Und jetzt zeige ich euch, warum wir die Explosionsmunition haben. Um uns von Zombies fressen zu lassen. So, da ich aber jetzt schon ein paar Schuss verbraucht habe und die jetzt hier liegen, okay, das war jetzt echt fail. Okay, das war jetzt wirklich super fail. Calico. Oh, Alter. Na, immerhin, zwei haben wir hier richtig weggeburnt. Die Biohazard-Karte, die ist wichtig. Und noch mehr Pfeile. Ein Königreich für noch mehr Pfeile. So, die Biohazard-Karte brauchen wir natürlich wieder für das andere Gebäude, glaube ich. Außerdem muss ich auch langsam mal zu einer Kiste prüfe. Eine silberne Schlüsselkarte kann in der Trainingsanlage benutzt werden. Genau, das ist die Biohazard-Karte. Genau. Ah, die Pfeile können wir gleich da reinladen. So, kombiniere, kombiniere, kombiniere. Genau, also da, wo wir vorhin diesen armen Typen dabei zugesehen haben, wie sein Kopf zermanscht wurde. Oh, verdammt, 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 verdammt. Genau, da können wir jetzt diese Schlüsselkarte benutzen, um wieder den guten Zustand herzustellen. Quasi die Anlage zu dekontaminieren. So. Immer schön das Feuerzeug dabei haben. Das ist das wichtigste Tool eines Resident Evil Spielers. Jetzt haben wir hier auch eigentlich soweit schon alles getan, was wir tun konnten. So. Und wie gesagt, ich hatte es schon angekündigt, die heutige Folge wird ein bisschen kürzer. Deswegen, ich gehe jetzt noch zurück und mache noch ein bisschen Inventarmanagement. Wenn ich auf dem Weg zurück noch irgendwas passiert, das weiß ich gerade nicht. Das Spiel hat halt diesmal sehr viel Dynamik, also sehr viel mehr Dynamik, als wir es noch aus dem Zweier kennen, der ja von der Historie der letzte war, den wir gesehen haben, also von den klassischen Spielen habe ich ja den Zweier letztes Jahr gespielt, oder war es Anfang diesen Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich den Zweier gezockt und der war noch nicht so dynamisch wie Code Veronica, weil hier passiert zwischendurch richtig viel, also die Welt krempelt sich einige Male um. Deswegen es dann auch manchmal keinen Sinn macht, einen Zombie abzuknallen, weil er vielleicht schon später gar nicht mehr dasteht, weil da irgendwas anderes dann da ist. Und hätte ich ihn vorher abgeknallt, dann hätte ich die Munition verbraucht und müsste jetzt auch das andere, was dann dasteht, töten. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Unter vielen Fans, und dazu gehöre ich ja natürlich auch, zählt Resident Evil Code Veronica X noch mit als das Beste der klassischen Resi-Teile. Kann ich mich nicht ganz so mit anfreunden? Also ja, ich mag die klassische Resi-Reihe und Code Veronica X finde ich auch extrem gut, aber das battelt sich bei mir immer mit dem zweiten Teil. Also ich kann mich da nie entscheiden, was ich jetzt besser finde. Also der zweite Teil, den mag ich einfach wegen der Story, wegen Leon, wegen Umbrella, wegen Raccoon City. Und Code Veronica mag ich dann wieder wegen anderen Sachen sehr gerne. Unter anderem auch wegen der Grafik, die echt nochmal ein bisschen besser geworden ist im Gegensatz zu Resi 2 und 3.
Obwohl wir hier noch nicht die geile Engine von Resi Zero und Resi Remake, also das Remake vom ersten Resident Evil Teil haben, sondern wirklich noch so eher eine eher alte Engine. Okay, jetzt kommen wir hier gerade mitten in den Bosskampf rein. Ich habe schon mal erwähnt, dass sich hier Dinge verändern. Ich habe jetzt schon echt lange nicht mehr abgespeichert. Um genau zu sein, habe ich seit einer Stunde nicht mehr abgespeichert. Ihr lieben Leute, nehmt es mir nicht übel. Aber ich gehe jetzt erstmal abspeichern. Und beende auch dann damit diese Folge. Da haben wir jetzt diesen riesigen Wurm, was so eine Art Zwischenboss ist. Ihr seht, man ist zum Glück nicht eingesperrt in dem Raum, wie es früher war. Aber ich fühle mich gerade nicht drauf vorbereitet, denn man kann hier manchen Bosskämpfen, gerade wenn man sie lange nicht mehr gespielt hat, ziemlich schnell sterben. Und das wird ziemlich uncool für denjenigen, der spielt. Denn dann ist mal eben eine Stunde Spielstand weg. Das würde mich mega ankotzen, wenn ich privat spiele. Wenn ich hier für euch spiele, kotzt mich das mindestens genauso viel an, wenn nicht sogar noch mehr. Weil ich ja versuchen muss, den Spielstand so herzustellen, wie er mal war. Und das könnte sich als äußerst schwierig herausstellen. Zap, zarap, papalapap. Ich weiß, wie gesagt, die Folge ist eh schon als ziemlich kurz geplant. Jetzt ist sie noch ein bisschen kürzer geworden, weil ich eine Sache nicht gemacht habe, die ich eigentlich machen wollte. Naja, ist dann leider so. So, Mensch, Leute. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Menü noch hier. Zack, 5 Farbbänder haben wir. Sehr geil. Was brauchen wir hier erstmal nicht? Eigentlich brauchen wir alles davon. Nur das Farbband lege ich dann gleich weg. Na gut. Okay, ihr lieben Leute, dann würde ich sagen, nehmt's mir nicht übel. Wir sehen uns morgen wieder. Die Folge gestern war ja ein bisschen länger, deswegen summieren wir das mal einfach und dann kommen wir trotzdem nicht auf die halbe Stunde, die ich angepeilt habe. Aber ist jetzt auch egal, ich zögere gerade eh nur hinaus. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder zu einer hoffentlich längeren Folge oder ich nehme vielleicht für heute sogar noch eine zweite Folge auf, die ein bisschen länger ist. Schauen wir mal, sehen wir schon. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. BB, euer Hiyuga.